Mit dem Honor Magic 5 Pro stellte die ehemalige Tochterfirma von Huawei ihr erstes Flaggschiff in Europa vor, das von der breiten Masse wirklich viel Anerkennung erhält. Ursache dafür ist neben der dünnen Auswahl im heutigen Premiummarkt auch der Wegfall Huaweis für viele ehemalige Kunden. Die Stärke des Produkts selbst ist jedoch ebenfalls nicht unerheblich. In den letzten Monaten haben wir sehr viele Kommentare von Nutzern erhalten, die mit einem Magic 5 Pro ihr altes Huawei-Smartphone wie das Mate 20 Pro oder P30 Pro ersetzt haben. Subjektiv kann ich auch von mir aus sagen, dass es sich um einer meiner liebsten Flaggschiff-Smartphones diesen Jahres handelt, das ich daher auch mehrere Monate im Alltag und auf vielen Reisen genutzt habe. Heute blicken wir also, ein halbes Jahr nach Release, auf das Magic 5 Pro zurück, einem Wendepunkt für die Firma, die ihr Potenzial für den künftigen Premium-Marktführer bei uns zeigt. Besonders positiv in Erinnerung geblieben ist mir beim Magic 5 Pro das Kamerasystem. Bei diesem handelt es sich auch um den zentralen Grund, warum so viele Leute auf die letzten zwei Generationen der Huawei-Flaggschiffe mit Google-Diensten gewechselt sind. Obwohl es auf Papier relativ durchschnittlich und je nach Betrachtung sogar schwächer als bei anderen Smartphones erscheint, sind es einige besondere Merkmale, die mich an ihm festhalten haben lassen. In den vergangenen Monaten, in denen ich es genutzt habe, war es unter anderem auf einer großen Reise in Asien mit dabei, wodurch ich mir ein sehr gutes Bild von der Kamera machen konnte, oder besser gesagt schon 1900 Bilder davon. Daher fangen wir in diesem Video ausnahmsweise mit dem Kamerasystem an. Was aus meiner Wahrnehmung wirklich einzigartig am Magic 5 Pro ist, ist die Farbwiedergabe der Bilder. Schon vom ersten Ausprobieren des Smartphones hat diese meine Augen am Bildschirm festgehalten und überzeugt. Auch nach 3 Monaten bin ich immer noch jedes Mal aufs Neue erstaunt, wenn ich mir seine Fotos anschaue. Das ist bisher einzigartig und hatte ich bei keinem anderen Smartphone zuvor. Es ist nicht nur wie bei Samsung, dass die Bilder blind nachgeschärft, aufgehellt und gesättigt werden, sondern das perfekte Mittelmaß zwischen Realitätsnähe, Präzision und Nachverarbeitung. In Bildern wie diesen haben die roten Früchte oder der orangene Cocktail die perfekte Farbintensität und sehen wirklich verlockend lecker aus. Hier im Park sind die Grüntöne nicht so billig nachgesättigt, sodass sie wie Plastikpflanzen aussehen, was teilweise bei Samsung schon vorkommt, sondern realitätsnah und schön zugleich. An dieser schicken Momentaufnahme bei einem Sonnenuntergang sieht man, dass man mit dem Magic 5 Pro in der Regel keine Filter mehr braucht, um seine Bilder direkt auf Social Media zu posten. Sie lassen mich auch direkt an den vergangenen Sommer vermissen. Die HDR-Darstellung auf dem eigenen, hochqualitativen Display trägt zu dem wunderbaren Betrachterlebnis bei. Helle Bereiche im Bild werden mit HDR über 1000 Nits hell wiedergegeben, wodurch man sich beim Betrachten sofort wieder in die Szenerie hineinversetzt fühlt, wie zum Beispiel hier in der Stadt unter einem glitzernden Baum. Shanghai, von vielen als Cyberpunk City bezeichnet, meine absolute Lieblingsstadt, fasziniert mit ihrer atemberaubenden Schönheit und Modernität. Sie vereint die Pracht der Vergangenheit mit einer futuristischen Skyline und Modernität, die sich unter anderem aus der Perle des Orients und dem Shanghai Tower, dem zweithöchsten Gebäude der Welt, zusammensetzt. Die majestätischen Wolkenkratzer spiegeln sich im glitzernden, sauberen Wasser des Huangpu-Flusses wider und verleihen der Stadt eine surreale Anmutung. In dieser niemals schlafenden Metropole, die viele Fußabdrücke und persönliche, prägende Erinnerungen von mir enthält, war ich auch sehr froh, dieses Jahr das Honor Magic 5 Pro dabei gehabt zu haben. Ich weiß noch genau, vor 5 Jahren, in 2018, vor meinem Interesse an Smartphones, nutzte ich persönlich noch das 2016 erschienene Honor 8, das mich bis 2020 begleitete. Als ich damals am Ufer The Bund stand und eindrucksvolle Nachtaufnahmen von der Skyline machen wollte, war ich stets an der Qualität gehindert. Egal ob Pro oder Nachtmodus, mit bestem Bemühen habe ich den schönen Moment nicht festhalten können. Nach 4 Jahren einer Pandemie wieder an der Uferpromenade entlang zu laufen, war wohl einer der prägendsten Momente dieses Jahres für mich. Die Bilder des Magic 5 Pro, viele Generationen nach dem Honor 8, bewiesen mir hier auch den Fortschritt der Smartphone-Fotografie.
Es kombiniert die schöne Farbwiedergabe, die besonders heraussticht, mit einer atemberaubenden Qualität in allen Brennweiten. Selbst bei Nachtaufnahmen muss man in der Regel nicht auf den Nachtmodus zurückgreifen, sondern erhält auch im Standardmodus absolut saubere Bilder mit exzellenter Dynamik. Helle und dunkle Bereiche sind allesamt passend belichtet. Das sieht man zum Beispiel an diesen Bildern oder auch diesem hier. Ja, auch in Shanghai kann man erstklassiges Bier trinken und Paulaner-Gespräche führen. Besonders gerne genutzt habe ich die 3,5-fache optische Zoom-Kamera, die sich in den vergangenen Jahren als Trend im Markt etabliert hat. Sie bietet mit äquivalenten 90 mm eine, besonders für den Urlaub, praktikable Brennweite. Nicht zu nah, aber auch nicht zu weit. Der komprimierte Look einer Zoom-Kamera lässt sich leicht unterschätzen. Er bietet in vielen Situationen jedoch direkt einen deutlich höherwertigen Look bei den Bildern. Der Vorteil an der hohen Qualität des verbauten Sensors ist nicht nur, dass man auch bei Nacht mit ihm sehr schöne Aufnahmen mit viel Hintergrundunschärfe schießen kann, sondern auch, dass sie bis zu 10-fachem Zoom durchgängig eine gute Qualität bietet. Mit einer Naheinstellgrenze von rund 15 cm handelt es sich offiziell zwar nicht um ein Telemakroobjektiv, sehr nah heran, um Motive als Makroaufnahme darzustellen, gelingt mit dem Magic 5 Pro trotzdem. Beide Features nutzt man jetzt nicht besonders häufig, aber wenn doch, erfreut man sich immer über ihr Dasein. Die bisher im Video gezeigten Testbilder sollten allesamt schon für sich sprechen. Ebenfalls nicht schwach ist auch die Ultraweitwinkelkamera, die mit 13 mm ein sehr weites Sichtfeld bietet. Mit dieser niedrigen Brennweite ist es in der Praxis tatsächlich schwierig, eine schöne Bildkomposition zu finden. In der Regel sind es sehr weite Landschaften, aber auch ungewöhnliche Architekturen, bei denen sich die starke Weitwinkelverzerrung als künstlerisch attraktiv auswirkt. Besonders positiv überrascht hat mich die Zuverlässigkeit des Kamerasystems. Das ist nicht nur die in jeder Brennweite zu jeden Lichtverhältnissen gute Qualität, sondern auch die flüssige Bedienung in der Kamera-App. Man kann sie schnell über einen Shortcut starten, sie findet den Fokus schnell und der Auslöser sowie Kamerawechsel funktionieren tadellos. Egal ob man nur einen Schnappschuss oder ein aufwendiges Zielfoto machen möchte, es eignet sich perfekt. Mit dem übermäßig großen Sensor bei der Hauptkamera, fast einer Diagonale von 1 Zoll, zusammen mit der offenen Blende von f1.6 handelt es sich um das Smartphone mit dem stärksten natürlichen Bokeh, also der geringsten Tiefenschärfe. Positiv wirkt sich das in Situationen wie dieser aus, bei der man das Hauptmotiv sehr deutlich, wie bei einer richtigen Systemkamera, vom Hintergrund separieren kann. Das kann wirklich sehr professionell aussehen. Negativ wirkt sich das lediglich bei der Fotografie nahegelegener Motive aus, wie beispielsweise Smartphones oder Dokumenten. Hier ist in der Regel nur der Bildzentrum scharf, der Rand drumherum schon außer Fokus. Smartphones wie das Huawei P60 Pro beheben das Problem erfolgreich mit einer verstellbaren Blende, die die Tiefenschärfe optional erhöhen kann. Das wäre für eine Neuerung im Nachfolgermodell, die dieses Kamerasystem noch perfektionieren würde. Das Bokeh ähnelt wirklich schon einer echten Systemkamera. Selbst wenn man hier zum Beispiel aus dem Flugzeugfenster des großartigen Airbus A350 fotografiert, ist entweder nur das Fenster oder der Ausblick scharf. Für ein Smartphone also wirklich ziemlich beeindruckend. Insgesamt bleibt, dass die Kamera des Magic 5 Pro, auch wenn sie im direkten Vergleich in der einen oder anderen Disziplin noch nicht auf dem ersten Platz steht, durch seine besonders schöne Farbwiedergabe positiv hervorsticht und einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Es ist nicht vergleichbar mit der Huawei P-Serie, die immer eine weltverändernde Innovation mit sich gebracht hat, sondern eher mit dem Huawei Mate, das auf ausgereifter Technologie aufbaut und zuverlässig ist. Die Farbwiedergabe überbietet aus meiner Sicht sogar das Mate. Und übrigens, wenn euch dieses Video bisher informiert oder inspiriert haben sollte, abonniert auf jeden Fall den Kanal und gebt ihm einen Daumen nach oben, denn das ist die einfachste Möglichkeit für euch, um unsere tiefgreifenden Inhalte weiterhin zu unterstützen. Vielen Dank! Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob es möglich ist, auf legitimem Wege, zum Beispiel als Elternteil oder Arbeitgeber, ein Smartphone zu überwachen? Das ist iSee, eine mächtige Überwachungssoftware, die speziell entwickelt wurde, um Leuten dabei zu helfen, ihre Kinder, Familienangehörige oder Mitarbeiter zu schützen. Mit iSee könnt ihr unter anderem den Standort tracken, Chatverläufe in Social Media Apps, Browsereingaben, Dateien und sogar Anrufprotokolle auf dem installierten Smartphone ansehen
um digitalen Gefahren wie Cybermobbing vorzubeugen oder sicherzustellen, dass ein Arbeitshandy zum Beispiel für richtige Zwecke genutzt wird. Ein ähnliches System bietet übrigens auch Apple in Schulen mit ihrem Classroom-System. Individuelle Erfahrungen mit dem Produkt können unterschiedlich sein. Beachte zudem, dass iSee nicht dazu verwendet werden darf, jemanden ohne deren Befugnis zu überwachen, da dies gegen das Gesetz sowie auch die Nutzungsbedingungen verstößt. Schaut bei Interesse jetzt unten in der Videobeschreibung vorbei und lernt mit iSee eine attraktive Überwachungssoftware kennen. Wie schon eben zu Beginn des Videos gesagt, habe ich persönlich das Magic 5 Pro mehrere Monate als tägliches Smartphone im Alltag verwendet. Erst mit dem Mate 40 RS Porsche Design und später den Foldable Smartphones habe ich es leider in das Handyhotel auf meinen Schreibtisch gestellt. Doch jedes Mal, wenn ich es später wieder in die Hand genommen habe, konnte ich es nicht mehr loslassen. Der Grund dafür ist eine außergewöhnlich hochwertige, besondere Haptik, die man in der Hand nimmt und direkt überzeugt. Es ist neben der Kamera der zweite Aspekt, der meine Sympathie zu diesem Smartphone herstellt. Die Rückseite ist zu allen vier Seiten besonders stark abgerundet. Kombiniert wird die Form mit einem sehr weichen Glas als Material in der vorliegenden, hochglänzenden schwarzen Version. Das sorgt insgesamt dafür, dass sich das Magic 5 Pro in der Hand schmeichelt. Obwohl es sich um ein sehr breites Smartphone mit gewaltigen Abmessungen handelt, fühlt es sich nicht so massiv, sondern sehr natürlich gegenüber deinen Handballen an. Nachdem ich mich anfangs noch geärgert habe, die hochglänzende schwarze Farbe erhalten zu haben, die besonders anfällig für Fingerabdrücke ist, hätte ich die Haptik des Smartphones in der grünen, matten Version vermutlich niemals so wertgeschätzt. Besonders attraktiv wäre in diesem Fall sicherlich eine andere, bunte Farbvariante mit dem Hochglanzglas gewesen. Noch besser wäre das jedoch, wenn man das Smartphone einmal umdreht und die Quad-Curve-Vorderseite zu Gesicht bekommt. Ähnlich wie beim Huawei P40 Pro damals ist das Display zu allen vier Seiten stark in einem großen Winkel abgerundet, was die Nutzung von Streichgesten deutlich angenehmer macht. Es wirkt so, als würde das Bild an der Seite wie ein Wasserfall herunterfließen. Die Beschichtung des Bildschirms ist dabei so rund geleckt wie die Rückseite, fühlt sich ebenfalls äußerst angenehm an. Optisch sticht natürlich das besondere große, dominante und runde Kameramodul hervor, dessen Dicke von einer Abrundung des Glas gut versteckt wird. Rein vom Design gibt es sicherlich schon Flaggschiff-Smartphones da draußen, die höherwertiger und luxuriöser aussehen, jedoch bietet das Magic 5 Pro somit zumindest ein deutliches Alleinstellungsmerkmal. Auch hinsichtlich der sonstigen technischen Ausstattung muss man sich beim Honor Magic 5 Pro absolut keine Sorgen machen. Sie runden das Produkt ab. Beim Display handelt es sich um das aktuell beste OLED-Panel aus dem Hause BOE. Während sie in der Vergangenheit, zum Beispiel beim P30 Pro oder Mate 20 Pro, qualitativ den Samsung-Displays noch deutlich hinterherhinkten, haben sie inzwischen auch eine branchenführende Qualität erreicht. Es ist aktuell so ein Wendepunkt, bei dem immer mehr Smartphone-Hersteller auch zu Displays chinesischer Zulieferer greifen. Mit einer Auflösung von nahezu Quad HD Plus ist die Schärfe hervorragend und das Display erreicht über die ganze Fläche eine Helligkeit von 1250 Nits, die selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ausreicht und anderen Flaggschiff-Smartphones nicht nachsteht. Der zentrale Vorteil ist bei ihm jedoch die Blickwinkelstabilität. Die beste unter den aktuellen Premium-Smartphones. Selbst bei seitlicher Betrachtung verfärbt sich das Display nicht in eine andere Farbe, sondern behält diese nahezu vollständig bei, was man nicht einmal bei den Bildschirmen im iPhone 15 Pro oder Galaxy S23 Ultra behaupten kann. Des Weiteren ist es das Dimming, das besonders schonend für die Augen ist. Bei einer Helligkeit von über 80 Nits setzt das Honor Magic 5 Pro auf DC-Dimming und darunter auf ein mit 2160 Hz hochfrequentiertes PWM-Dimming. Das reduzierte Bildschirmflimmern ist, insbesondere bei vielen sensiblen Augen, deutlich schonender und auf längere Frist gesünder zu betrachten. Erst jetzt, als ich nach einigen Wochen auf das iPhone 15 Pro gewechselt bin, erschien diese schon am ersten Tag angestrengter und trockener. Dabei ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass es sich nur um einen Zufall, jetzt auch durch viel Stress handelt, seitdem die neuen iPhones da sind. Das variiert auch von Benutzer zu Benutzer.
Mit der großen Aussparung für die Frontkamera kommen auch wieder zahlreiche intelligente Features mit Augenerkennung da einher. Eines, das ich besonders im Urlaub unterwegs zu schätzen gelernt habe, ist das automatische Drehen anhand der Augenrichtung. Wenn man sich zum Beispiel seitlich auf ein Sofa legt, dreht sich die Software nicht automatisch mit, weil das Smartphone sich dreht. In der Kamera-App ist das auch äußerst nützlich. Hier erkennt das Magic 5 Pro die Richtung eurer Augen, um das Bild immer in die richtige Richtung zu drehen. Beim iPhone 15 Pro habe ich dieses Feature direkt wieder vermisst und habe deutlich mehr falsche gedrehte Bilder in meiner Galerie. Mit dem Magic 5 Pro kommt die macOS 7 Benutzeroberfläche über Android 13, die immer noch auf den Wurzeln der ehemaligen EMUI basiert. Für ehemalige Nutzer von Huawei-Smartphones sollte ein reibungsloser Wechsel daher garantiert sein. Es ist ebenfalls interessant, dass Standards wie Honor Share oder Huawei Share weiterhin untereinander kompatibel sind. Arbeitet ihr im Alltag also häufig mit Smartphones beider Firmen, könnt ihr so auch einfach drahtlos Dateien hin und her versenden. Mit einem der letzten Updates ist für das Magic 5 Pro auch ein neues Kontrollzentrum hinzugekommen, das sich beim Design in den neuen EMUI-Versionen bzw. ursprünglich iOS orientiert. Wie bei Huawei könnt ihr hier auch durch einen Wisch auf der Oberseite zwischen den zwei Seiten hin und her wechseln. Einige Shortcuts sind hier bereits für euch voreingestellt und durch das neue Design schneller zu erreichen. Des Weiteren ist auch praktisch, dass man hier als eines der wenigen Android-Smartphones die Lautstärke über das Kontrollzentrum steuern kann. Abgesehen davon handelt es sich natürlich um eine schicke, schlichte Benutzeroberfläche mit einem angenehmen Nutzungserlebnis und gut umgesetzten Animationen. Darüber braucht man sich hier keine Sorgen machen. Das bekannte Problem, dass das Display durch das LTPO bei Anzeige eines Videos mit weniger als 60 FPS auch nur mit dieser geringen Wiederholrate aktualisiert, wurde zumindest bei meinem Modell mit einem letzten Software-Update auch behoben. Das hat mich in der Tat ziemlich überrascht und spricht im ersten Schritt für einen guten Software-Support. Generell ist die Geschwindigkeit und Frequenz der Updates bisher in den ersten Monaten völlig zufriedenstellend. Hier werden sie jedoch noch einige Jahre Zeit benötigen, um sich wirklich unter Beweis zu stellen. Das Interesse am Magic 5 Pro hat mich in den letzten Wochen wirklich ziemlich überrascht. Ebenso wie das Produkt selbst, das mir bei der normalen Nutzung außerordentlich gut gefallen hat. Dabei bin ich mir inzwischen auch sicher, dass diese zwei Faktoren miteinander zusammenhängen. Nach Launch dachte ich bei diesem Produkt eigentlich, dass es der früheren Huawei P-Serie recht ähnlich ist, aber nach der Nutzung ist mir bewusst geworden, dass es schon die Position des Mates einnimmt. Es handelt sich nicht um eine besondere Revolution, die die Smartphone-Branche um einen Schritt nach vorne bewegt, sondern ein Smartphone, das auf Grundlage sehr guter Hardware ein absolut rundes Gesamtpaket ohne Schwächen bietet. Angesichts des wirklich sehr guten Produkts dieses Jahr ist es kein Wunder, dass es für viele ehemaligen Huawei-Nutzer, die aus Begeisterung damals das P30 Pro oder Mate 20 Pro gekauft und inzwischen 4 bis 5 Jahre genutzt haben, gerne wechseln. Auch für viele Kunden anderer Firmen erscheint es in den letzten Wochen als attraktive Option. Das hat Xiaomi in den ganzen letzten Jahren mit all ihren Flaggschiff-Smartphones nicht erreichen können. Und das trotz der Tatsache, dass Honor bei ihrer Vermarktung immer noch recht zurückhingen. So kann man das Magic 5 Pro weiterhin nicht bei beliebten Online-Shops wie Amazon kaufen. Okay, wenn euch dieses Video informiert oder inspiriert haben sollte, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren tiefgreifenden Videos rund um aktuelle Smartphones mehr zu verpassen. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.